Ja, und natürlich freue ich mich ganz besonders, Jürgen Trittin, ihr seht ihn hier vorne nicht, Jürgen Trittin, da hinten reist und schwebt er ein in einem Elektrofahrzeug, Jürgen Trittin heute hier bei uns begrüßen zu können, im größten und schönsten Landesverband. Lieber Jürgen, wir freuen uns, dass wir mit dir an der Spitze heute beginnen können, diese Mauer einzureißen. Und Jürgen wird mit dieser Anreise ein Zeichen für eine neue Mobilität der Zukunft setzen. Und natürlich auch noch mal einen Riesenapplaus für den Chauffeur, Peter, das machst du wunderbar. Danke auch an den Kreisverband Oberhausen, der uns dieses wunderschöne Gefährt für heute zur Verfügung gestellt hat. Lieber Jürgen, wir freuen uns, dass du da bist, in dem wunderbaren Landesverband Nordrhein-Westfalen. So, dann bitte auch, hallo, dann bitte ich auch Bärbel Höhn und Volker Beck, unsere NRW-Spitzenkandidaten, nach oben, damit wir jetzt gemeinsam diese schwarz-gelbe Blockade auch wirklich einreißen können. Denn Monika hat es gesagt, schwarz-gelb blockiert den grünen Wandel und wir wollen jetzt gemeinsam diese Blockade einreißen. Und ich würde Jürgen einfach bitten, den ersten Stein umzustoßen, denn schwarz-gelb blockiert die Energiewende und wir wollen diese Blockade beseitigen. Jürgen, der Stein muss fallen. Yeah, genau. Und schwarz-gelb blockiert natürlich faire Löhne. Monika, auch dieser Stein muss umgestoßen werden. Und Bärbel, schwarz-gelb blockiert Verbraucherschutz und gesundes Essen. Und das ist dein Stein, den du beseitigen kannst. Hilfe, nein. So, und schwarz-gelb blockiert natürlich auch Gleichberechtigung und gleiche Rechte für gleiche Liebe. Volker, dieser Stein muss auch fallen. Dein Stein. Und schwarz-gelb blockiert die Bildungsrepublik in den sozialen Aufstieg. Jürgen, auch dein Stein, den du jetzt umstoßen kannst. Genau, weg damit. Und schwarz-gelb blockiert gute Finanzen für unsere Städte und Gemeinden. Monika, dein Stein, weg damit. Und schwarz-gelb blockiert starke Bürgerrechte. Wer möchte? Dein Stein, Volker, weg mit diesem Stein. Und die letzte Blockade, schwarz-gelb blockiert auch eine gute und moderne Familienpolitik. Bärbel, wir wollen Kinder besser fördern. Diese Blockade muss weg. Weg damit. So, die Blockade ist schon mal aus dem Weg geräumt. Und ich würde euch jetzt auch bitten, ihr habt das so toll gemacht, dass ihr diese Trümmer jetzt auch wirklich wegräumt. Also nehmt vielleicht einfach zusammen jeweils einen Stein. Weil die Blockade, ja, Volker schafft auch einen Stein alleine, wunderbar. Also diese Blockade muss aus dem Weg, es muss der Weg frei sein für den grünen Wandel. Und ich möchte euch bitten, wirklich diese Trümmer von 4 Jahren Schwarz-Gelb hier aus dem Weg zu räumen. Denn Schwarz-Gelb hat im Wesentlichen Blockade und Trümmer hinterlassen. Und diese Trümmer beseitigen wir jetzt hier gemeinsam auf der Bühne. Hier liegt noch ein Trümmer. Ich glaube, das ist der Trümmer der Blockade gegen faire Löhne. Vielleicht kann ihn auch noch jemand wegräumen. Nein, Bärbel, du musst nicht alles gleichzeitig machen. Es reicht, wenn du einen Trümmer beseitigst. Genau. Weg damit, genau. So, Volker beseitigt den letzten Trümmer von Schwarz-Gelb. Und ich würde sagen, der Weg ist frei für den grünen Wandel. Und der Weg ist frei für die Rede von Jürgen Trittin, unserem Spitzenkandidaten. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Wir freuen uns. Und ich nutze die Gelegenheit, euch noch darauf hinzuweisen, davor sind die Boxen, ihr könnt euch einwerfen für die Debatte. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Monika, lieber Sven, liebe Bärbel, lieber Volker, liebe Silvia,
Ich freue mich, heute hier in Nordrhein-Westfalen in Hamm sein zu können, weil ich mich freue, in dieser Partei Bündnis 90 Die Grünen zu sein. Wir unterscheiden uns nämlich von anderen Parteien. Es gibt eine Partei, da haben sich neulich 16 Leute, man weiß gar nicht genau, wer dabei war, getroffen im Kanzleramt und haben gesagt, wir überlegen mal, was wir ins CDU-Programm reinschreiben. Und es gibt Mitglieder des gewählten Vorstandes der CDU, die gerne wissen würden, was denn in diesem CDU-Programm drinne stehen wird, was in der nächsten Woche verabschiedet werden soll. Aber, liebe Freundinnen und Freunde, die wissen das bis heute nicht. Die CDU, das ist die Top-Down-Partei in Deutschland. Da denken wenige 16 anonyme Leute sich das aus, was alle CDUler sagen sollen. Was sind wir Grünen? Wir Grünen, wir sind die Partei, die über Wochen und Monate hinweg ein Wahlprogramm diskutiert hat mit 2600 Änderungsanträgen. Wir haben dann verabschiedet 58 Projekte, so dass jede Bürgerin und Bürger weiß, was sie bekommen, wenn sie am 22. September die Grünen wählen. Und dann haben nicht 16, sondern 16.000 Grüne auf über 300 Veranstaltungen an einem Wochenende festgelegt, was die 9 wichtigsten Dinge sind, für die Grüne in diesem Wahlkampf streiten. Wir Grüne sind die Mitmacht, wir Grüne sind die Demokratiepartei in Deutschland. Und mit diesem Programm, da stellen wir auch das Kontrast nicht nur in der Form, sondern auch im Inhalt her zu den schwarz-gelben Blockaden, die uns 4 Jahre lang aufgehalten haben. Wir sind das Kontrastprogramm zu dem Klientelismus von Frau Merkel. Wir Grüne, wir wollen nicht länger zusehen, wie schwarz-gelb die Energiewende vor die Wand fährt. Wir wollen dafür sorgen, dass wir bis 2020 den Anteil der erneuerbaren Energien gut verdoppeln. Und wir wollen um 2030 endlich sagen können, bei uns wird der Strom komplett erneuerbar erzeugt. Und damit sichern wir nicht nur 400.000 Arbeitsplätze, damit schaffen wir nicht nur Zehntausende von neuen Arbeitsplätzen. Dafür schaffen wir nicht nur Wertschöpfung. Und ich habe mich sehr gefreut diese Woche, dass es eine Gewerkschaft war, nämlich die IG Metall, die für den Erfolg der Energiewende in Deutschland öffentlich in Anzeigen wirbt. Die wissen, was sie von der Energiewende haben an Arbeit und Wertschöpfung in diesem Lande. Wir würden uns freuen, wenn Herr Rösler das auch mal begreifen würde. Aber diese Energiewende, das ist auch ein Demokratisierungsprojekt. Wir wollen die Energiepolitik in diesem Lande nicht den E.ONs und RWEs überlassen. Wir wollen, dass die Energiepolitik zurückkommt in die Hände der Bürgerinnen und Bürger, der Kommunen und uns allen. Das ist ein Projekt für die ganze Gesellschaft und nicht für 4 große Konzerne. Dafür stehen die Grünen. Und wir finden es einen Witz, dass in einer Zeit, wo Gaskraftwerke abgeschaltet werden, einige Leute meinen, wir müssten dann, wo wir schon mit dem vorhandenen Gas wegen der Subventionierung der Kohle durch den Emissionshandel, weil wir schon die
bestehenden Gaskraftwerke nicht mehr rentabel betreiben können. Wir bräuchten noch mehr Gas, indem wir giftige Chemikalien in den Untergrund pumpen. Nein, wir brauchen kein Fracking. Wir brauchen endlich 100% erneuerbare Energien. Dafür streiten wir. Wir Grünen erlauben es uns, auch zu sagen, dass wirtschaftliche Bereiche schrumpfen müssen. Ja, wir wollen die industrielle Massentierhaltung in Deutschland zurückdrängen. Wir wollen das endlich begrenzen. Das geht nicht so weiter mit dieser Form der Tierhaltung und der Fleischproduktion. Wir wollen, dass diese Industrieanlagen nicht mehr im Baurecht privilegiert werden. Wir wollen, dass Schluss gemacht wird mit den Exportsubventionen für diese Form von Fleischproduktion. Wir wollen, dass es endlich ein Label gibt für tierschutzgerechte, für vegane und vegetarische Produkte. Und, liebe Freundinnen und Freunde, wir wollen, dass endlich Schluss gemacht wird mit dem Drogenhandel im Stall. Tierdoping mit Antibiotika, das ist auch ein Anschlag auf die menschliche Gesundheit, den er jeden Tag in unseren Ställen stattfindet. Und wir Grüne, wir erlauben uns auch, über den Tag hinaus zu denken. Wir wissen doch seit Jahren, seit Jahrzehnten, dass man nur, wenn man auf Wachstum setzt, sich auch dafür aussprechen muss, dass es möglichst viele Verkehrsunfälle gibt. Das steigert auch das Bruttosozialprodukt. Und deswegen wollen wir eine andere Richtung in diesem Lande einnehmen, mit einem neuen Wohlstandsindikator, der klar macht, dass Wohlstand nicht gleichzusetzen ist mit ökonomischem Wachstum, sondern dass er etwas damit zu tun hat, ob wir unseren Kindern auch eine Erde hinterlassen, wo sie noch eine lebenswerte Umwelt haben, wie wir ressourceneffizient umgehen und wie wir alle an der Wohlstand und an der Gesellschaft gerecht beteiligen. Das sind Indikatoren, die müssen endlich Einfluss finden in die Gesetzgebung. Sie müssen Eingang finden in einen neuen Wohlstandsindikator. Dafür streiten wir in diesem Wahlkampf. Ja, wir wollen, dass es in diesem Lande gerechter zugeht. Und zur Gerechtigkeit gehört es auch, dass man auch in anderen Branchen bestimmte Grenzen zieht. Was ist denn der Grund, warum alle Staaten Europas mittlerweile so viele Schulden haben? Das liegt nicht daran, vielleicht in Griechenland, aber in allen anderen gilt das nicht, dass ausgabewütige Politiker so viel Geld ausgegeben haben. Und bei allem Ärger über solche Projekte wie Stuttgart 21 oder den Berliner Flughafen, übrigens, der Berliner Flughafen ist ja von Herrn Altmaier auch zu einem energieintensiven Betrieb gemacht worden. Ja, da brennt die ganze Nacht das Licht. Da Sie sonst keinen Umsatz haben, haben Sie sehr hohe Energiekosten und deswegen ist er jetzt von der EEG-Umlage befreit worden. Eine bizarre Entwicklung, erlaubt mir diese Nebenbemerkung. Aber nein, wie sind die Staatsschulden in ganz Europa hochgegangen? Sie sind hochgegangen, weil wir in der Folge der Finanzkrise massenhaft Bankschulden verstaatlicht haben. Wir in Deutschland haben die Bankschulden der IKB, der Hypo Real Estate, auch der WestLB, aber auch der Commerzbank übernommen. Und das hat hier und anderswo die Staatsschulden in die Höhe getrieben.
Und wir finden, das war ärgerlich, das war teuer, das kostet uns jedes Jahr Geld. Das ist einer der Gründe, warum die Finanzen auch in NRW knapp sind. Aber wenn man das feststellt, dann muss man doch dahin gehen, dass man dafür sorgt, dass sich sowas nie wieder wiederholt. Und das ist der Grund, warum wir Grüne für eine Schuldenbremse, nicht nur für Staaten und Gesellschaften, sondern für eine Schuldenbremse auch für Banken kämpfen. Nie wieder darf der Steuerzahler für die Verluste von Banken aufkommen. Das hat Frau Merkel gesagt, aber sie tut's nicht. Was macht Frau Merkel? Sie blockiert eine europäische Bankenaufsicht, wo immer es geht. Sie ist gegen einen europäischen Restrukturierungsfonds. Ja, die Alternative zu einem solchen Fonds, bezahlt von den Banken, ist, dass die Steuerzahler bezahlen. Sie ist gerade dabei, über ihre Verhandler das, was sie zugesagt hat, nämlich, dass der Finanzsektor endlich beteiligt wird an den Kosten der Krise, über eine Finanztransaktionssteuer, dass das wieder wegverhandelt werden soll. Liebe Freundinnen und Freunde, wir streiten auch in diesem Wahlkampf dafür, dass der Merkelsche Wortbruch nicht weiter toleriert wird, dass wir endlich dahin kommen, dass diejenigen, die an den Finanzmärkten spekulieren, ebenso besteuert werden wie diejenigen, die Brot verkaufen. Das ist eine Grundvoraussetzung für Gerechtigkeit in diesem Lande. Ja, und wir zeigen gerade mit diesem Votum, dass wir den Mut haben, uns auch mit mächtigen Interessen anzulegen. Aber wir streiten in diesem Wahlkampf für Gerechtigkeit. Und zur Gerechtigkeit gehört, dass alle Menschen die Möglichkeit haben, teilzuhaben an dieser Gesellschaft. Und Teilhabe an dieser Gesellschaft ist die Teilhabe an Arbeit. Aber ist dann eben auch die Teilhabe an Arbeit zu einer Bezahlung, von der man leben kann. Ich habe dieser Tage gelesen, dass die Bundesregierung in einer Antwort auf eine Kleine Anfrage erklärt hat, dass alleine im deutschen Einzelhandel 130.000 Menschen arbeiten, deren Gehalt vom Steuerzahler aufgestockt wird. Man sagt uns ja immer, wegen unserer Steuerpolitik, wir sollten mal sparen. Ja, ich bin sehr dafür zu sparen. Ich bin dafür, die 1,5 Milliarden Euro Steuergeld zu sparen, die wir den Aldis und Lidls hinterher schmeißen, damit sie Leute zu ausbeuterischen Bedingungen machen. Ich bin dafür, dass wir endlich einen gesetzlichen Mindestlohn in Deutschland einführen. Und den gibt es nur mit den Grünen. Ja, wir sind für Gerechtigkeit, auch wenn das schwierig ist. Ich kann überhaupt nicht einsehen, dass diejenigen, die 90% des Geldes aufbringen für die Krankenversicherung, dass das diejenigen sind, die am allerlängsten auf einen Facharzttermin warten müssen, denen zum Teil medizinische Leistungen vorenthalten werden. Und wir Grüne streiten in diesem Wahlkampf dafür, dass wir anfangen, der Zweiklassenmedizin in Deutschland ein Ende zu bereiten. Wir wollen, dass Leistungen nach den Krankenkassen, nach der medizinischen Notwendigkeit und nicht nach der Versicherungsart beglichen werden. Wir wollen den Einstieg in die Bürgerversicherung. Und ich habe mich sehr gefreut, dass das in der Urabstimmung ein so klares Votum bekommen hat. Warum? Weil man an der Stelle sehen kann, was uns und auf uns in diesem Wahlkampf zukommen wird. Es wird in diesem Wahlkampf knüppelhart werden, aber in einer ganz komischen Konstellation.
Ihr werdet weiter erleben, wie die Bundeskanzlerin im Kino sitzt, wie über sie Geschichten erzählt werden, wie sie in ihrer Jugend mal auf Partys Bier ausgeschenkt hat, wie sie im Kochtopf rührt und überhaupt, wie menschlich sie ist. Aber ihr werdet gleichzeitig erleben, dass es eine knüppelharte Auseinandersetzung gibt, die führt nicht mit uns die CDU, die versteckt sich hinter der Kanzlerin, sondern die wird geführt von den einschlägigen Interessenverbänden. Und es ist schon ein Stück aus dem Tollhaus, wenn auf dem Ärztetag in Hannover, obwohl eine Mehrheit der Mediziner in Deutschland mit uns für die Bürgerversicherung ist, Verbandsfunktionäre sich hinstellen und die besonderen Einkommensmöglichkeiten aus der privaten Krankenversicherung für ihre Gehaltsgruppe verteidigen und den Grünen vorhalten, sie wollten eine Zweiklassenmedizin. Ich finde, lieber Herr Montgomery, Sie tun den deutschen Ärzten keinen Gefallen, wenn Sie sie zu einer Wählerinitiative für FDP und CDU machen. Und es ist nicht nur dieser Verband. Schaut euch an, was in den letzten Wochen vom DIHK, vom BDI und Ähnlichem zum Besten gegeben worden ist. Das ist schon bizarr. Da treten Milliardäre mit Tränen in den Augen auf den grünen Fraktionsvorsitzenden zu und sagen, ich habe doch mehrere Millionen für meine Altersversorgung für mich zurückgelegt. Und davon wollen Sie jetzt in 10 Jahren 15% haben. Das ist doch mittelstandsfeindlich. Liebe Freundinnen und Freunde, wer sich da als Mittelstand kostümiert, das ist das reichste Prozent dieser Gesellschaft. 350.000 Menschen sind diejenigen, die von der grünen Vermögensabgabe erfasst werden. Und wir machen das nicht, weil wir was dagegen haben, dass sie reich sind. Sie werden auch nach der Vermögensabgabe immer noch das reichste Prozent dieser Gesellschaft sein, sondern weil wir dieses Geld brauchen, um endlich Schulden abzubauen, für die wir aus Steuermitteln bitter Zinsen bezahlen müssen. Das ist der Grund, warum wir das machen. Ja, und dann gibt es einige, die sich dann verwundert die Augen reiben. Nachdem man über Wochen behauptet hat, die Grünen, das seien Steuererhöhungen. Und dann haben sie alle nachgerechnet. Die Zeit, das ZDF, Herr Plasberg, selbst der Bund der Steuerzahler. Und zu welchem Ergebnis sind sie gekommen? Die steuerpolitischen Vorschläge von Bündnis 90 Die Grünen entlasten 90% der Bevölkerung. 90% der Bevölkerung zahlen mit den Grünen weniger. Und sie sind zum zweiten Ergebnis gekommen. 90% der deutschen Unternehmen, insbesondere die kleinen und mittelständischen Unternehmen, sind auch nicht von einer Vermögensabgabe berührt. Und diejenigen, die da drüber sind, nur dann, wenn sie hinreichend Gewinn machen, wenn sie es sich leisten können. Das ist das Ergebnis von mehreren Wochen Kampagnen. Und ich bin stolz darauf, dass wir in dieser Situation, wo wir vielfach alleine gestanden haben, mit einer Ausnahme, dem Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverband und seiner Umfrage, der verdeutlicht hat, dass 3/4 der Deutschen wollen, dass es ein gerechteres Steuersystem gibt, wie es die Grünen vorschlagen, dass wir uns diesen Wind gestellt haben. Und wir werden das auch weiter tun. Wir lassen uns nicht von Lobbys ins Boxhorn jagen. Aber wir Grüne, wir haben auch den Mut, dazu zu stehen, dass es die Dinge nicht einfach gibt, dass alles Schwierigkeiten auch beinhaltet. Ja, wenn wir so viel Geld für Bildung ausgeben wollten, wenn Silvia so viel zur Verfügung hätte, wie im Durchschnitt der Industrieländer der Welt,
dann müsste Deutschland 20 Milliarden Euro mehr jedes Jahr in Bildung investieren. Ich muss euch hier ein Geständnis machen. Die Grünen haben nicht den Mut, diese 20 Milliarden zu fordern. Wir schlagen vor, alles zusammengenommen ungefähr 10 Milliarden zusätzlich in Bildung zu investieren. Aber ich sage euch, diese 10 Milliarden sind bitter notwendig. Und sie können nicht auf Pump finanziert werden müssen. Sie müssen finanziert werden durch Sparen, durch Subventionsabbau und durch moderate Einnahmeverbesserung. Politik auf Pump, das geht nicht mehr. Und Bildung? Bildung? Bildung fängt an bei den Kleinen, in den Kitas. Und deswegen ist eines unserer neuen gewählten Projekte das Projekt, wir wollen das Betreuungsgeld abschaffen. Wir wollen allein aus Bundesmitteln 2,5 Milliarden in Ganztagsbetreuung und Kitas einbringen. Wir wollen Städte und Länder entlasten durch solche Maßnahmen. Und so richtig das ist, dass wir sparen wollen. Ja, wir wollen uns über 2 Milliarden Geldverschwendung durch das Betreuungsgeld sparen, weil wir es falsch finden, Frauen vom Arbeitsmarkt fernzuhalten mit dieser Maßnahme, weil wir es integrationsfeindlich finden. Aber wir haben auch den Mut zu sagen, das geht nicht ohne eine Abschmelzung des Ehegattensplitting. Wir müssen dahin kommen, dass wir steuerlich das Leben mit Kindern begünstigen und nicht das Verheiratetsein. So aufrecht der Kampf von Volker und anderen für die Schwulenehe ist, aber das ist kein steuerlicher Tatbestand. Es geht um Kinder und nicht um die Ehe. Liebe Freundinnen und Freunde, und wir führen diese Auseinandersetzung mit einer Regierung, die hat ja lauter Leistungsträger. Nehmen wir die 3 Verteidigungsminister von Frau Merkel. Weiß nicht, ob die jemand die Reihe noch kennt. Herrn Jung, zurückgetreten wegen unwahre Auskünfte im Zusammenhang mit Kundus. Herr zu Guttenberg, zurückgetreten wegen des freien Umgangs mit dem geistigen Eigentum. Und jetzt haben wir einen Verteidigungsminister, der hat versucht, das Parlament zu täuschen. Ein Wirtschaftsminister, der anstatt sich für die deutsche Solarindustrie stark zu machen, vor Freude in die Hände klatscht, wenn es denen schlecht geht. Ein Umweltminister, der offensichtlich gar nicht begriffen hat, was es heißt, wenn in seiner Zuständigkeit steht, er sei zuständig für erneuerbare Energien. Er hat das missverstanden. Peter Altmaier glaubt, er sei zuständig dafür, die erneuerbaren Energien zu bremsen, wo immer es geht. Aber dieses führt dann gelegentlich auch zu Entwicklungen, die fast unbemerkt, aber mit gravierenden Folgen versehen sind. Schauen wir uns doch mal das Wirken von Herrn Friedrich an. Der Bundesinnenminister hat gerade am Europäischen Parlament vorbei mit dazu beigetragen, dass es in diesem gemeinsamen Europa wieder die Möglichkeit gibt, Grenzkontrollen einzurichten. Es sollen die Nationalstaaten in die Lage versetzt werden, Grenzkontrollen wieder einzuführen, die Freizügigkeit in Europa einzuschränken, wenn sie das Gefühl haben, sie kämen mit Flüchtlingen und Migranten nicht mehr klar. Liebe Freundinnen und Freunde, hier ist mal eben
eine der Säulen dieses gemeinsamen Europas weggehauen worden. Ich weiß nicht, ob ihr euch darüber im Klaren seid, was da gerade passiert ist. Die Freizügigkeit wird mit Hinweis auf die angeblichen Probleme mit Flüchtlingen und Migranten weggekickt. Das ist ein europapolitischer Rückschritt, wie wir es ihn seit 50 Jahren nicht gegeben hat. Wir Grüne streiten für mehr Europa. Wir Grüne wollen, dass mit Migrantinnen und Flüchtlingen anständig umgegangen wird. Wir wollen uns nicht damit abfinden, dass an den Außengrenzen Europas Tausende von Menschen mittlerweile gestorben sind, weil sie zuwandern wollten. Und wir lassen es auch einem Bundesinnenminister nicht durchgehen, dass er in diesem Lande eine widerliche Kampagne gegen Roma aus Bulgarien und Rumänien auf den Weg bringt. Das geht nicht. Die Wahrheit ist, auch da ist es ja mal interessant, die Antworten der Bundesregierung auf Anfragen zu lesen. Da stellt man nämlich fest, die Mehrheit der hier Zugewanderten aus Bulgarien und Rumänien, die beziehen gar keine Sozialleistungen, die arbeiten hier. Und damit haben wir ein ganz anderes Problem. Wir haben nämlich das Problem, dass es offensichtlich nach wie vor Arbeitgeber gibt, die diese Menschen in Schlachthöfen und anderswo meinen, für 3 Euro beschäftigen zu können. Das ist der eigentliche Skandal. Und gegen diesen Skandal stehen wir auf. Und was macht Herr Friedrich? Er lässt eine Kampagne vom Stapel gegen angebliche Sozialbetrüger. Nein, lieber Herr Friedrich, es ist nicht Aufgabe eines Innenministers, es ist auch nicht Aufgabe eines CSU-Innenministers, die Ressentiments gegen Flüchtlinge in diesem Lande zu bestärken. Es ist Ihre verdammte Pflicht und Schuldigkeit, endlich den Rechtsextremismus in diesem Lande zu bekämpfen, der über 100 Menschenleben auf dem Gewissen hat. Da erwarte ich Aktivitäten, da erwarte ich Staat. Liebe Freundinnen und Freunde, manche sagen ja, die Kanzlerin sei irgendwie nicht zu greifen mit ihren Positionen. Nun, in manchen Fragen ist sie gut zu greifen. Unter Frau Merkel hat es nämlich eine beispiellose Entwicklung gegeben in der Veränderung der Außenpolitik. Sie hat nicht nur zugelassen, dass in Europa wieder die Grenzen hochgezogen wurden, gegen die Helmut Kohl mal tatkräftig angegangen, man muss sich das mal klar machen, der Anfang von Helmut Kohls Karriere war, dass er an der deutsch-französischen Grenze Grenzflöcke abgebaut hat, Schranken eingerissen hat. Und jetzt kommt Frau Merkel mit Herrn Friedrich und führt wieder Grenzkontrollen ein. Aber es gibt auch einen anderen Bereich, wo Frau Merkel die schwierige Tradition, übrigens auch unter Rot-Grün schwierige Tradition, nämlich dem Anspruch gerecht zu werden, für eine restriktive Rüstungspolitik zu streiten. Aber diesen Anspruch, den hat Frau Merkel schon endgültig aufgegeben. Wenn man es am Aschermittwoch sagen würde, würde man sagen, der beste Kunde von der Angela, das ist der König Abdallah. Das ist der König von Saudi-Arabien. Das ist jenes Land, was in Bahrain die Demokratie niedergewälzt hat, was in Mali islamistische Al-Qaida-Ableger finanziert. Das ist jenes Land, aus dem einstmals Osama Bin Laden gekommen ist und wo es immer noch ungeklärte Verhältnisse gibt, wie die denn nun miteinander stehen. In dieses Land liefert Frau Merkel Panzer,
Panzerspähwagen-Überwachungstechnologie. Und da gibt es eine dramatische Veränderung. In der Amtszeit von Frau Merkel sind die Rüstungsexporte von 6 auf über 11 Milliarden Euro jährlich angestiegen. Und wir Grünen sagen, wir wollen nicht der drittgrößte Waffenhändler dieser Welt sein. Wir wollen, dass das endlich zurückgefahren wird. Wir wollen, dass es in Deutschland endlich ein Rüstungsexportkontrollgesetz gibt, die dieser Praxis einen Riegel vorschiebt. Und wir ziehen jetzt in einen Bundestagswahlkampf, wo einige Schlaumeier ja gesagt haben, die Grünen sind ganz schön doof. Die sagen den Leuten die Wahrheit. Nein, wir sind nicht doof. Wir haben ein Bild von Bürgerinnen und Bürgern, die wissen wollen, um was es geht, vor welchen Entscheidungen und welchen Alternativen sie stehen. Wir haben ein Bild von Bürgerinnen und Bürgern, die sich beteiligen an unserem Gemeinwesen. Und beteiligen kann man sich nur, wenn man weiß, worum es geht. Und wenn man weiß, auch welchen Preis welche Entscheidung hat. Das ist das, wofür wir Grünen stehen. Das ist die andere Seite des Gehörtwerdens. Wie man hören will, muss man auch befähigen, Entscheidungen zu treffen. Und was macht Frau Merkel? Was macht die FDP? Sie sind jetzt eingetreten in den Wettbewerb der haltlosen Versprechungen. Per Videokonferenz werden dann mal eben 28 Milliarden Euro ausgegeben von Frau Merkel. Übrigens in einer bezeichnenden Struktur. Von den 28 Milliarden Euro geht eine Milliarde in Investitionen, sozusagen zur Ramsauer Beruhigung. Und 27 Milliarden gehen in individuelle Transfers. Liebe Freundinnen und Freunde, wir mussten uns anhören, wir wollten ja nur die Steuern erhöhen, um die Hartz-IV-Empfänger besser zu stellen. Ja, ich bekenne mich dazu, dass man vom Arbeitslosengeld II in dieser Form nicht leben kann und dass das erhöht werden muss. Da müssen wir uns nicht verstecken. Aber ich scheue auch keinen Vergleich zwischen unserem Finanzkonzept und dem von Frau Merkel. Im grünen Finanzkonzept gehen von den knapp 30 Milliarden 20% in den Schuldenabbau und über 40% werden investiert. Das sind 13 Milliarden, das 13-fache, was Frau Merkel investieren will. Und das alles, ohne dass wir neue Schulden abmachen, sondern indem wir Schulden senken. Das ist grüne Politik. Ich mache es mir jetzt nicht so einfach und beschäftige mich auch noch lange mit dem Steuerkonzept der FDP. Die wollen den Soli abschaffen, das kostet allein 13 Milliarden Euro. Könnt ihr bei euch im Haushalt ausrechnen, wie hoch sich eure Konsolidierungssumme erhöht. Und dann will die FDP in Deutschland Steuerschlupflöcher schaffen für Konzerne, wie es sie in Irland und Holland bereits gibt. Die FDP will anstatt Steuervermeidung und Steuertrickserei in Europa endlich zu bekämpfen, Deutschland zur Steueroase zu machen. Das hilft übrigens keinem Mittelständler. Das hilft einem Unternehmen wie Starbucks, das in Deutschland eine Filiale nach der anderen aufmacht, aber seit 3 Jahren keinen Cent Steuern bezahlt hat. Das hilft Google, Apple und Amazon und das hilft Bayer und BASF. Das sind die Konzerne, die sich solcher Methoden bedienen. Und dafür streiten wir nicht. Wir wollen, dass der Mittelstand in Deutschland anständigere Bedingungen hat. Und dazu gehört auch, dass Großkonzerne Steuern bezahlen. Nein.
Schwarz-Gelb, das steht für Politik auf Pump, für ungedeckte Schecks an eine finanzstarke Klientel. Grün steht für Investitionen in Bildung, Klima und Gerechtigkeit. Wir wollen dieses Deutschland klimagerechter, offener und gerechter machen. Wir wollen das solide und solidarisch auf den Weg bringen. Und jetzt wird gelegentlich gesagt, fast zu so einer mitleidigen Stimmung, ihr habt ja doch gar keine Chance. Gerade hier in NRW will ich dann gerne mal wiederholen, dass mir diese Haltung schon mal begegnet ist. Das war im Jahre 2009. Damals hatten wir die Bundestagswahl verloren. Ich habe der Bundeskanzlerin zu ihrem Wahlsieg gratuliert und habe noch in dieser Fernsehsendung gesagt, aber eins verspreche ich Ihnen. Jetzt im Frühjahr, im Mai 2010, da beenden wir Schwarz-Gelb in NRW. Großes Gelächter in der Runde. Ich habe mir auch ein bisschen erschreckt über meine eigenen Worte. Aber, ihr habt belegt, dass ich kein schlechter Prophet bin. Wir lassen uns nicht entmutigen von einer Suggestion, die sagt, ihr könnt das gar nicht schaffen. Das war die Ausgangssituation 2009 hier in NRW. Das war die Situation in Baden-Württemberg, in Niedersachsen, in Schleswig-Holstein, in Rheinland-Pfalz. Und in all diesen Ländern haben wir es widerlegt. Und dieser Tage gibt es ja eine Debatte darüber, ob nicht auch schwarze Länder sich an der Beteiligung beteiligen sollten, an der Zwischenlagerung von Atommüll aus Sellafield. Und dann wurde immer das Land Hessen und Biblis genannt. Liebe Freundinnen und Freunde, die Sicherheit von Zwischenlagern bestimmt sich nicht nach Parteifarben. Und im Übrigen wird es so sein, dass der nächste stellvertretende Ministerpräsident von Hessen unser Tarek Al-Wazir sein wird. Und dann ist es wieder in einem rot-grünen Land gelandet. Nein. Wir Grüne gehen jetzt in diesen Wahlkampf. Und wir haben eine Botschaft für die Menschen. Wer 100% erneuerbare Energien will, der muss Grüne wählen. Wer die Massentierhaltung in diesem Lande beenden will, der muss Grün wählen. Wer endlich will, dass Wohlstand und nicht mehr nur das Wachstum zählt, der muss Grün wählen. Wer will, dass endlich es einen gesetzlichen Mindestlohn gibt, der muss Grün wählen. Wer Schluss machen will mit der Zweiklassenmedizin, der muss Grün wählen. Wer hier dafür sorgen will, dass Banken endlich ihren Beitrag zur Finanzkrise stellen. Wer eine Schuldenbremse für Banken will, der muss Grün wählen. Wer das Betreuungsgeld abschaffen und mehr Geld für Kinder und Bildung ausgeben möchte, der muss Grün wählen. Wer Rüstungsexporte begrenzen und begrenzen will, muss Grün wählen. Und wer endlich ernst meint mit dem Kampf gegen Rechtsextremismus und rechten Populismus, der muss Grün wählen. Wir stehen dafür am 22. September und ich bin sicher, wir schaffen das. Ja, danke.
Danke, lieber Jürgen, für deine großartige Rede. Lass dich ein wenig feiern vom schönsten Landesverband und größten. So, lieber Jürgen, natürlich gehst du nicht ohne Geschenk und ohne Wegzehrung fährst du wieder von dann. Wir haben uns natürlich nächtelang darüber diskutiert im Landesvorstand, gegrübelt und haben uns überlegt, die üblichen Blümchen, na, passt nicht so recht, so ein Fresspaket brauchst du auch nicht, Wegzehrung wirst du genug haben. Und wir schenken dir was viel Wichtigeres. Ihr wollt 6 Millionen Stimmen in diesen Bundestagswahlkampf gewinnen. 6 Millionen Stimmen heißt umgerechnet aus Königsteiner Schlüssel, den können wir alle rechnen hier im Land, das sind 1,2 Millionen Stimmen aus NRW. Die wollen wir dir heute symbolisch schon mal mitgeben, denn die wird dieser Landesverband mit einem super engagierten Wahlkampf erreichen, dass wir die holen und für die 6 Millionen Stimmen und für den Wechsel geben wir dir heute mit. Bitte schön. Vielen, vielen Dank. Wie ich den Landesverband Nordrhein-Westfalen kenne und die beiden Vorsitzenden, sind die ja sehr, sehr klug. Und das heißt, wenn ihr heute 1,2 Millionen Stimmen für unsere übrigens mehr als 6 Millionen im Bund versprecht, dann gehe ich davon aus, dass eure Planungen mindestens 1,5 Millionen betragen. Und deswegen ist die Kiste so groß. Vielen Dank.